Oh, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Zelda Oracle of Season. Ich habe jetzt die Freiheit genommen, hierher zu gehen, weil das ja in der letzten Folge nicht hingehauen hat. Oh. So, da war das, da will ich hin. So. Ich weiß nicht, warum da die Zwischenlücken sind, aber... Oh, das ist ja natürlich sehr intelligent von mir. So, jetzt können wir auch hier nicht mal die Kiste holen und da drin ist... ein Kern. Okay. Nee, Ricky will ich jetzt nicht. Bisschen, gib mir eine Torte. Mein Gott, ey. Zwischenboss. Da brauche ich Kraftermann dafür. Drei Fische. Rausheben. Aufschlagen. Stirb! Komm her. Arsch. Ja, das ist der Zwischenboss. Total simpel. Zweimal. Einmal. Geh weg. Stirb. Komm her. Stirb. So, ganz einfach. Fee, nehme ich mit. Feder. Hoch. Der Teleporter führt euch immer an den Anfang des Dungeons zurück. Also nicht irgendwie... Der führt dich in ein Special Place oder sonst was. Nix ist. Oh, zwei Wege. Ne, runterfallen will ich eigentlich noch nicht. Was ist hier? Ach nee, Gott, ich will da hinten runter, weil... Tut mir leid, wenn ich... wenn ich ein bisschen vorspule. Ne. Ach, da war ja was. Ach ja, da war ja was. Der war's. So, jetzt können wir wieder an die Stelle rennen. War natürlich ein Witz. Wir würden da wieder hinrennen. Da wäre ich ja schön beknackt. Ich gehe hier einfach in den Teleporter rein. Und dann sind wir ja schon direkt da. Gib mir Torte. Kann nicht wahr sein hier. Moment mal. Oh ey, ich krieg's nicht geschissen, hier ordentlich zu speichern. So, Moment, ich mal kurz den Speicherstand wegen, RL. Tür. Dorfmadness. So, das war's schon. Weil, dann kann ich es wenigstens irgendwie rausschneiden. Boss-Time. Eine Motte. Die ist total schwer. Sie ist total schwer. Sie ist total schwer. Sie ist total schwer. Sie ist schwer. Das ist schwer. Ja, das war's schon. Und wenn man runterfällt, kommt man einfach dorthin an die Stelle, wo die zwei Viecher immer hin und her gerannt sind. Oh, egal jetzt. Du erhältst die helle Sonne, eine Essenz der Natur. Junge Sprösslinge wachsen schnell unter den warmen Strahlen der hellen Sonne. Bah, kotzen hier. Na, ich bin natürlich gut gelaunt. Das ist ja... Wird nicht aufnehmen, wenn ich... Okay, bis auf die letzten zwei Terraria-Folgen. Ah. Da war ich nicht so gut gelaunt, tut mir auch deswegen nochmal leid an dieser Stelle. Oh, danke, Link. Auch ich spüre die helle Sonne. Ich träumte vom Wasserfall am Berg nördlich der versunkenen Stadt. Eventuell ist die nächste Sense dort in der Nähe. Naja, laber du nur. Oh, nee, dich will ich nicht. Tschüss. So. Das Herzteil, das unten ist, das kriegen wir in dieser... In dem Moment noch nicht. Müssen wir später nochmal hin. Ach nee, warte mal. Ich muss mal kurz Sommer machen. Da wird hier vorgespult. Geh weg, dich will ich nicht. Du bist unnötig. Ich will lieber hier... Ach, wie hieß er nochmal? Gibt's ja drei Stück.
gibt noch diesen komischen Bären und... Ich bin ja auch so ein Intelligenzbolzen, ey. Hier ist Sommer. Meine Fresse. Der ganze Vorsprung. Da. Ich will mich nur hier hoch. Und dann hier steht Link. Link! Du bist mein Ehrenkunde. Nimm dieses Geschenk, Wesu. Hier ist nämlich ein Ring versteckt. Sonst kriegen wir natürlich keine Pegasus-Kerne, aber ich denke, wir haben eh voll. Die wachsen nämlich nur im Herbst. Und die Hexe. Jetzt wird es lustig, weil wir Pegasus-Kerne haben. Was steht denn hier? Tamrulin-Spindelsumpf. Sag ich doch. Scheiß auf den Gasha-Kern. Ich weiß nicht, ob das jetzt unsere Magieflasche war oder der von der. Das kann man immer so schlecht abschätzen. So, was haben wir denn bekommen? Ich muss gerade überlegen. Okay, ich glaube, ich weiß, wo ich hin muss. Oder? Ach, das wird sich schon ergeben hier. Was waren hier nochmal? Nichts, nichts. Gegners. Geh weg. Ey, raus noch woanders hin. Hier, Baum ist fertig. Komm, Herzteil. Los, Herzteil. Oh, natürlich ein Ring. Bei Ringe schätzen können wir mal wieder. Ich glaube, wir haben jetzt 7 Stück. Und endlich können wir hier selber noch fangen. Was man hinzufügen muss, mit dem Pegasus-Kern springen wir natürlich auch weiter. Weil wir ja auch rennen. Springen wir 2 Felder weit statt da eine. Ein Löwe. So war das hier eigentlich. Ah. Ich glaube, hier bin ich sogar richtig. Ich wollte jetzt eigentlich zuerst in die Stadt gehen. Wo bin ich denn jetzt? Ach ja, jetzt bin ich... Ja, okay. Unter mir ist jetzt die Brücke. Ja, okay. Gut. Hier bin ich nämlich schon auf dem richtigen Wege. Ach nee, die brauche ich jetzt nicht. So, hier brauchen wir aber wieder Ricky. Wo ist er denn? Da ist er. Geh erstmal weg hier. Ihr kriegt mein Schild nicht. Verfressen Viecher. Dreckige Penis-Viecher hier. Ja, dann bleibt es halt ohne Wirkung. Ist mir egal. Oh, ich will jetzt nur hier irgendwie einen Weg finden. Und das... Ja. Bringt wenigstens hier was. Yes, bringt sogar. So, jetzt will ich nämlich hier erstmal das Vieh hier killen und dann hier hoch und dann das Vieh hier killen. Das ist ja so komisch aufgebaut, ey. Und noch das hier weg und das und das und das und das. Und das. So. Ne, da will ich jetzt. Oh, wo muss ich jetzt hin? Ist ja nicht so, als wäre ich jetzt total irritiert. Ne, da will ich nicht hin. Kann ja nicht. Das sieht mir ziemlich verdächtig aus. Eine Illusion. Okay. Wir springen natürlich nur einmal, wir sind faul. Geh weg. Das Herz nehme ich aber. Ach, das Spiel ist so schön. Für das es für ein Game Boy Color war, also... Das ist schon uralt. Ich weiß sogar noch, das habe ich mir... Ah, da war ich klein und das habe ich mir gekauft. Da war ich mit meiner Mutti einkaufen. Habe ich mir das Spiel gekauft und mich beim Eisessen einfach hingesetzt und Game Boy gezockt. Oh. Du Taube, Taube, Nuhus. Was für ein tolles Lied. Meinst du nicht auch? Ja, ausnahmsweise. Ähnlich ein Mensch, der auf meiner Wellenlänge ist. Lass mich deinen Beutel erfüllen. Na, jetzt können wir hier die Kerne permanent wieder auffüllen. Wird auch mal Zeit, weil wir hatten sowieso schon voll. Glaube ich. Was müssen wir nochmal machen? Ach ja, oh nein. Das war ja das. Okay, komm, vielleicht kriege ich hier noch... Ich will hier noch in der Folge die Ringe schätzen. Komm, mach hinne. Ja, das sieht man schon. Das soll eine Burg sein. Nur mal so.
Puh, genau du Knirps. Dies ist das Reich des großen Moblins. Bah, du bist ziemlich fett. Nur mal so gesagt. Wenn du heil davon kommen willst, dann zahle mir Tribut. Vorher, das riecht wie Medizin. Das halte ich nicht aus. Bis dann. Ich weiß nicht, aber seit wann riecht Wasser nach Medizin? Und die letzten Kerne. Du erhältst Sturmkerne. So, mit diesen Sturmkernen können wir uns an jeglichen Baum, den wir gefunden haben, hin teleportieren. Und immer natürlich ins Dorf. Und jetzt kommt die Hexe nicht. Lol. Okay, erstmal Ringe schätzen. Wird jetzt ein bisschen teuer für uns. Ach du Scheiße. Das ist ein Immunring rot. Kein Schaden bei kleinen Felsen. Den will ich nicht. Wenn, dann will ich einen grün. Immunring grün. Yes. Das sitzt beim Endboss so erleichtern. Das könnt ihr mir glauben. Moblinring. Ah, ja. Tut mir leid. Moblinring. War das, glaube ich. Das ist es, was dieser Ring ist. Dorf Madness. Was haben wir hier denn? Ein Feenring. Keine Verhexung. Finde ich jetzt so... klasse. Finde ich jetzt so an sich total sinnlos. Es ist ein Schlagring. Ja, da können wir boxen. Dann gibt es, glaube ich, noch einen Schlagring Plus oder sowas. Dämonenring. Halbe Schwertkraft erhöht Schaden mal 2. Das ist eigentlich ein Just-for-Fun-Ring, weil ich krieg doppelt so viel Schaden, mach nur die Hälfte an Schaden. Wirklich sinnvoll ist der nicht. So, waren wir hier schon? Dann kann ich hier weg. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich irgendwo einen Kern eingepflanzt habe. Ach, scheißegal jetzt. Hin da. Geht jetzt weiter. Vielleicht kriege ich hier noch das Item in der Stadt. Glaub's eher weniger. Haha, was ein seltsames Vieh und was weiß ich. Ich beschütze unsere Stadt, schön für dich. Ja, habe ich. Ja, jetzt habe ich keine Bomben mehr. Vielleicht habe ich Glück und kriege hier jetzt. Natürlich nicht. So, das ist auch ein Dimitri-Säckel. Ja, Dimitri. Den hätte ich lieber. Ich mag den. Der ist viel toller als... Scheiß Ricky. Ach Gott. Kann ich kotzen bei dem. Ja, ja. Schon schneller. Ups. So, wir schwimmen jetzt nach und nach die Wasserfälle hoch. Zu dem gehen wir noch nicht. Ich muss jetzt noch einen anderen hoch. So, jetzt müssen wir hier erstmal ein Rätsel lösen. Und zwar müssen wir alle 4 Blöcke auf einmal treffen. Ist ja ein... Ach, den können wir nicht schieben, okay. Da war ja was. Ist an sich total einfach. Zack, das war's. Die Meisterplakette. Und jetzt schon wieder einen anderen Wasserfall hoch. Jetzt gehen wir zu dem hier. Ah ja, schön für dich. Und wir können jetzt endlich schwimmen. Na endlich, es wird auch mal Zeit. So, wenn wir jetzt an Land gehen und vor allem absteigen. Okay, er sagt noch nichts. Aber hier können wir pflanzen. So, und hier haben wir jetzt eigentlich alles. Ach ne, war da in die Höhle noch. Ja, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Machen wir noch schnell die Höhle hier. Da ist er. Ach, guck mal, eine Kiste. Ein Gasha-Kern. So, dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Wie die Zeit hier beim Aufnehmen vergeht, ist echt grauenhaft.
Gut, in der nächsten Folge gucken wir uns noch ein bisschen in der Stadt um und gehen schon Richtung viertes Dungeon. Lalalala. Wird aber, denke ich mal, noch ein bisschen dauern. Okay. Genug gelabert. Tüdelü.